Spidey rückt nach mit einer gottesfürchtigen Grätsche. Sieht im Strafraum da John stehen, bringt jetzt den Ball unter. Jo, Bruder. Du weißt doch schon, dass wir heute das Spiel gegen Hösel haben. Rückspiel. Wie kommen wir überhaupt dahin, Mann? Rückspiel? Ja, Auto. Ich dachte, es ist rein, Bruder. Nein, nein, das Rückspiel ist auswärts. Ist überall weg, ne? Ja. Noch 30 Minuten. Ich kenne da jemanden. Lass mich das mal regeln, Bruder. Ich muss ihn anrufen, der jemanden kennt. Der kennt ihn und den ruhig ab. Also, okay. Ich esse deine Nuggets, Mann. Nein, mach das nicht. Wir treffen uns unten in 5 Minuten. Ey, wo sind wir denn jetzt hier? Ich sag doch, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der einen kennt. Ein Unentschieden direkt mit der Liebe zum nächsten Spiel. So muss das sein, Leute. Ein Punkt, Junge, ein Punkt. Wir sind die Besten, Alter. Ist natürlich nur Apfelsaft. Sag ich mal meinen Standard. Du weißt, was ist das? Jetzt geht's los. Das ist Kreisliga C. Okay, Jungs, wir haben heute ein wichtiges Spiel. Ihr wisst, gegen Hösel, das Hinspiel sah nicht so gut aus. Hätten wir fast gewonnen, ne? Fast, ja. Aber jetzt müssen wir nochmal richtig was zeigen, ne? Machen wir. Das heißt, Boris, du machst da vorne auch die Dinger, ne? Ja, aber das Wichtige, wer ist Kapitän? Kapitän? Ja, das ist eine alles entscheidende Frage. Der Mo heute. Von der Seitenlinie, oder? Ja, der Mo macht das heute. Das hier. Ey, ihr habt den größten Schaden, Alter. Was geht ab, Jungs? Warum? Wir haben 2-2 unentschieden gespielt, Jungs. Deswegen. Oh, deswegen guck mal, wie gestern im Auto kommen, ja? Natürlich, ne? So kommt Sieger an. Dass du ein bisschen tiefer stehst. Tiefer! Dass du immer die Absicherung anweist. Das hast du im letzten Training immer gut gemacht, auch im letzten Spiel, wo du gespielt hast gegen Homberg. Deswegen bist du positiv aufgefallen. So, wir haben einfach die Eier, die Fresse aufzumachen. Sei laut und zeig dem Gegner, dass du da bist, wenn du einen Ball hast, auch wenn der einfach ist. Schrei Torwart, dass die wissen, dass du da bist, weißt du? Aus! Ansonsten geht er bei easy auf den Sechser hier und durch. Der hat schon abgeschaltet. Das wird immer abgesichert, immer so ein Foulspiel. Stellt euch das vor, er geht drauf, er fällt. Vorbereitungen werden getroffen aufs Spiel. Wir haben die Kiste zusammengekommen. Hey Mario, bitte nicht vor die Cam, ja? Wir starten rein mit unserer klassischen 4-4-2-Aufstellung, die uns noch nie im Stich gelassen hat. Unter anderem Holz hier auf der Bank, der immer noch angeschlagen ist. Mario, es fängt schon an. Danke, rechts, da stehst du gut. Mit diesem Spiel starten wir in die Rückrunde, heute auswärts gegen den SV Hösel. Das Hinspiel lief eher nicht so gut ab, da haben wir 16-1 knapp verloren. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich hier gut machen, gehen direkt drauf und setzen mal direkt ein Zeichen hier. Hösel ist jetzt weit in unserer eigenen Hälfte vorgedrungen, spielt sich hier den Ball zu. Marcel hat da ein bisschen Kontakt mit dem Spieler, der geht zu Boden und die kriegen direkt einen Freischuss, der jetzt auch kommen wird. Ein Auftitscher ins lange Eck und was ist das denn? Er tropft irgendwie rein. Ein frühes Gegentor mal wieder, Leute. Da hat der gute Meli scheinbar doch etwas zu viel Gas gegeben in der Limo, aber wir lassen uns nicht unterkriegen, dieses 1-16. Es wird nicht nochmal passieren. Cedric jetzt im Angriff, aber der Schuss wird leider geblockt. Einwurf für den Gegner in unseren eigenen 16er. Der Spieler kann den Ball nicht kontrollieren und Loco spielt ihn erstmal raus. Schön gemacht. Aber da lauert noch der nächste Spieler von Hösel und da ist sehr, sehr viel Platz. Auf einmal kommt der Ball und nein, zum Glück nicht das 2-0. Hösel jetzt mit einem Einwurf tief in unserer Hälfte. Die Nummer 7 bringt den Ball jetzt rein, aber muss, die kann den problemlos klären. Der Ball springt da vom Gegenspieler wieder zu mir. Ich mach das Spiel schnell und schick Can da einfach mal auf die Reise. Der zieht wirklich durch, er ist wie ausgewechselt, läuft auf den Torwart zu und verwandelt den Ball zum 1-1. Das ist einfach die D-Gang-Connection. Spidey auf Can und das Ding ist drin.
Wir wollen jetzt direkt noch einen nachlegen. Marcel spielt den Ball auf Boris. Der sieht, dass Cedric da hinten läuft. Spielt ihn jetzt raus, aber verstolpert leider den Ball. Das wäre eine schöne Möglichkeit gewesen. Hösel hat jetzt hier gemerkt, dass wir doch stärker als im Hinspiel sind und wechseln jetzt hier noch den 12. Mann ein. Hösel hat sich das hier definitiv einfacher vorgestellt nach dem 1:16, aber sind jetzt wieder im Ballbesitz. Wir versuchen, die Nummer 7 da zu stellen. Und Marcel geht einfach mal kompromisslos rein. Das ist natürlich sehr schlau, wenn man sich eh schon den Fuß verletzt hat, da nochmal so reinzugehen in den Pressball. Einwurf jetzt für uns. Yannick wirft auf Loco. Der nimmt den schön mit der Brust an, spielt ihn auf Can. Und da seht ihr, warum er wirklich ein Edeltechniker ist. Lässt hier einen aussteigen, spielt den Ball raus auf Cedric. Der wieder zurück auf Yannick. Und jetzt gibt es einen schönen Bombenpass in den Fuß von Can. Der kann ihn leider nicht kontrollieren. Der war auch mit 100 km/h gespielt. Hösel immer noch im Ballbesitz hier, aber Loco stellt da super zu und setzt da die Akzente, dass es heute so nicht läuft mit uns. Hösel wieder mit einem Freischuss. Das erste Tor ist ja auch schon nach einem Standard gefallen und versuchen es wieder flach, aber da ist Medi auf einmal da. Sehr gut. Hösel jetzt mit der flachen Ecke, das ist gar kein Problem für uns. Ich krieg hier den Ball, spiel ihn wieder raus auf Can, die D-Gang-Connection ist wieder am Start. Und er mit dem langen Brot raus auf Cedric, der macht die Meter, aber der Torwart ist zur Stelle und klärt den Ball unter Panik. Hösel jetzt in der Vorwärtsbewegung, spielen den Ball erstmal raus, versuchen es jetzt über die Außen. Und da ist auch die Nummer 11, die jetzt zum Sprint ansetzt, aber da kommt Loco mit der Todesgrätsche, sehr schön gemacht. Wir sind da wieder im Verteidigungsmodus. Can arbeitet hier super mit nach hinten, aber wird dann gefoult. Da würde ich mich auch aufregen. Boah, Junge. Kurzen Blick auf Eli, der macht mal wieder einen Einwurf. Ja. Mal wieder ein falscher, ne? Kennen wir ja. Boah, ey. Der mit seinem Einwurf, ne? Das ist unglaublich. Siggi geht mal hier wieder wie sonst was in die Zweikämpfe, tankt sich hier durch gegen einen und auch noch gegen den zweiten und wird dann durch ein Foul zu Boden gebracht. Eli jetzt beim Einwurf, diesmal mit einem richtigen Einwurf, ganz weit nach vorne auf Siggi, den kann man einfach immer schicken. Er setzt sich hier auch durch und kommt an den Ball, geht jetzt ins 1 gegen 1, macht es wirklich Weltklasse, aber wird dann zu Fall gebracht. Hösel jetzt wieder mit Zug zum Tor, die Nummer 6 ist nicht zu stoppen. Yannick fällt da unglücklicherweise hin, aber stört so den Gegner, das ist ja unglaublich und spielt den Ball jetzt auch noch raus auf Siggi. Der Hösel-Spieler tankt sich hier durch, wird dann von Loco ganz leicht am Fuß berührt und der Schiri pfeift einfach Freistoß. Alles klar. Hösel jetzt mit einem weiten, langen Ball nach vorne in unseren Strafraum, aber abgeklärt ihn erstmal per Kopf und muss die Haut in Volley in das Gesicht des Gegners. Natürlich keine Absicht, der ist erstmal Knockout gegangen. Aber Hösel spielt das Ganze einfach weiter, die wollten das Tor, kümmern sich nicht um ihren Mitspieler. Das nenne ich Teamgeist, Freunde. Kurz vor der Pause machen wir nochmal Druck und Can steht hier goldrichtig, rückt auf, muss den Ball jetzt nur noch auf Cedric spielen, aber nein, der bleibt leider beim Verteidiger hängen. Das erste Mal, dass wir nicht zurückliegen. Sehr gut und schönes Tor vorbereitet, direkt klatschen lassen. Man kennt mich. So muss das sein. Schiri wieder gegen uns, Daily Business. Das ist wahrscheinlich von Hösel. Bein kaputt, direkt 5 Minuten danach einfach wieder voll rein, ne? Nicht nachgedacht worden. Ey, ne? Kopf aus. Kopf aus, dann. Fuß rein, ab. Ja, Jungs, wir können kein Fußball spielen. Wir kommen über Kampf, Mentalität, alles Mögliche, deswegen über Wille. Auf geht's, du komm, Männer, komm! Wir starten in die zweite Hälfte, wir haben Anstoß und das hier, Leute, ist einstudiert. Musti schlägt den Ball direkt weit nach vorne, diagonal auf Cedric, der rückt einfach nur noch nach, sieht im Strafraum da Can stehen, bringt jetzt den Ball und da ist er, oh, fast direkt das Ding, ganz, ganz knappe Geschichte. Da wären wir fast das allererste Mal in Führung gegangen. Hösel jetzt mit dem weiten Ball, der titscht auf dem nassen Rasen einfach mal durch. Aber ab geht's zur Stelle, kann den Ball nicht mehr abgriefen. Und Meli da mit der Weltklasse-Parade hält uns hier im Spiel. Wir erobern den Ball jetzt schon im Mittelfeld. Can macht den Ball fest und spielt den erstmal raus auf Cedric. Der sieht hinten Marcel über außen laufen und spielt den perfekt in den Lauf. Der guckt nochmal in den Strafraum, bringt jetzt den Ball und Cedric ein Volley. Ah, leider knapp daneben, schade. Hösel hier mit dem langen diagonalen Ball, aber Eli ist zur Stelle, kann diesen Pass hier verhindern. Boris jetzt am Ball, dribbelt leider zum falschen Tor und hier seht ihr, was wir für ein Gurkenfußball spielen. Wirklich jeder Spieler landet auf dem Boden, man weiß gar nicht mehr, was passiert, aber irgendwie können wir die Situation klären. Nicht mehr lange und wir sollten uns endlich mit dem zweiten Treffer belohnen, so oft wie wir hier nach vorne kommen. Spidey spielt jetzt einen schönen Doppelpass mit Cedric, der versucht es einfach mal ins lange Torwart-Eck, aber leider wieder ein kleines Stück daneben. Ein wirklich sehr ausgeglichenes Spiel, muss man sagen. Hösel jetzt wieder im Angriff mit dem Schuss. Aber Meli mit der nächsten starken Parade. Ich krieg hier den Ball, spiele ihn raus auf Cedric. Und der versucht jetzt einfach mal Can zu schicken, aber leider vergebens. Siggi spielt jetzt eine hohe Ecke rein in den Strafraum. Leider direkt in die Füße des Gegners, der jetzt Tempo aufnimmt. Und da fehlen natürlich jetzt hinten die Leute. Spidey rückt nach mit einer gottesfürchtigen Grätsche. Genau perfekt gesetzt. Spielt den Ball aber auch dann wieder
wieder zum Torwart, damit Hösel mal eine Chance hat. Nach dieser Grätsche, muss ich sagen, habe ich sehr Gefallen daran gefunden, auf dem Boden rumzurutschen. Renn jetzt hier dem Gegner hinterher und slide in die DMs von Hösel und stibitz ihn so den Ball ab. Yannick spielt den Ball jetzt raus und natürlich macht Sigi das Gleiche, slidet auch in die DMs, kommt an den Ball. Unglaublich, dieser Typ. Er ist eine absolute Maschine und kann wirklich nur durch einen Foul gestoppt werden. Eli fällt jetzt erstmal hier fast aus dem Bild, schafft es aber noch, den Pass zu Marcel zu spielen. Und der sieht im Rückraum abgehört, aber verletzt sich auch leider bei dem Pass. Cedric behauptet hier super den Ball an der Außenlinie, spielt ihn jetzt zurück auf Holzi, der mittlerweile eingewechselt wurde. Der schickt Sigi wieder und Sigi versucht sich durchzusetzen, aber bleibt da hängen. Der Ball springt zu mir und ich pack den Rabona aus. Ich weiß nicht warum, aber der wäre sogar fast reingegangen. Kappa. Der Gegner ist jetzt kurz vor unserem 16er, kann den Ball aber hier nicht kontrollieren, sodass Abke den Ball erstmal rausspielt Richtung Can, um den Konter einzuleiten. Der sieht auf der anderen Seite Cedric mitlaufen, der nimmt ihn sogar per Hacke an, hat hier ein bisschen Platz, macht die Meter, setzt sich gut durch, sieht mich da nachrücken. Ich habe noch die Übersicht und spiele den Ball raus auf Can, der ist 1 gegen 1 gegen den Torwart und der macht ihn in die kurze Ecke. Mann. Unsere Emotionen kochen hier komplett über, denn das ist das allererste Mal, dass wir hier in Führung gehen können mit unserer Mannschaft. Oh mein Gott, Leute, jetzt heißt es verwalten. Gott ist groß, ihr seht alles. Das ist einfach das allererste Mal, dass wir führen. Loco klärt hier den Ball nach einer Ecke. Sigi kommt natürlich wieder dran und schickt jetzt hier Can. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wir uns gefühlt haben. Das war ein unglaubliches Gefühl. Ihr denkt euch, wow, die haben doch nur 2-1 geführt. Wir denken uns, wir haben die Champions League gewonnen. Can schickt jetzt hier Boris. Der kommt sogar noch an den Ball und holt die Ecke raus. Der Gegner fummelt jetzt hier im Mittelfeld ein bisschen rum, will ein bisschen Samba mit mir tanzen. Ich stelle ihn einfach zu. Boris erobert jetzt hier den Ball, spielt ihn raus auf mich. Und da ist jetzt viel Platz direkt für den nächsten Konter. Und Boris macht die Meter. Can setzt sich ab auf Außen, spielt den Ball jetzt in den Lauf. Und da ist schon wieder Platz, so wie gerade, aber leider daneben. So euphorisiert wie wir sind, müssen wir jetzt aber auch aufpassen, dass wir uns nicht den Gegentreffer einfangen. Denn Hösel ist wieder gefährlich nah an unserem Tor. Aber Holzi kommt hier an den Ball, schießt nochmal kurz Boris ab, weil der dem in der Limo die ganze Cola weggetrunken hat. Jetzt ein Freischuss von Sigi, der kommt gefährlich und der Torwart klärt ihn zu einer Ecke. Die darauf folgende Ecke bringt Marcel super rein. Abke ist komplett frei und macht einen abgefahrenen Kopfball. Aber leider knapp daneben. Schönes Ding. Hösel will das 2-1 natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Fahren jetzt wieder den nächsten Angriff. Spielen den Ball Richtung Zentrum, kurz vor unserem Strafraum. Loco geht da in den Zweikampf und Richtung Grätsche. Spielt den Ball erstmal und wir versuchen den Konter aufzubauen. Aber Nummer 19 vom gegnerischen Team spielt auf einmal Wrestling. Also der ist auf jeden Fall vorgemerkt für das nächste Spiel, Nummer 19. Keine Karte. Ich bin im falschen Film, glaube ich. Das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Ihr merkt, wir sind alle angespannt. Wir drücken jetzt auf das 3-1. Sigi am Ball. Der Pass kommt nicht an. Aber Holzi nimmt den Ball mit. Macht jetzt die Meter. Dribbelt durch alle durch. Ist so freundlich und bringt mir den Ball direkt vor den Fuß da. Ich spiele den Ball nochmal auf Sigi. Der versucht es mit dem Abschluss. Aber Hösel kann den Ball blocken. Marcel kommt auch nochmal an den Ball. Aber die Chance ist tot. Wir sind natürlich weiter heiß und wollen unsere Führung hier ausbauen. Sigi erobert jetzt hier schon früh im Mittelfeld den Ball, hat ein bisschen Platz, macht die Meter, Can startet, der Ball wird nach außen gespielt und Can ist wieder vom Tor, schießt und diesmal hat der Torwart ihn, das hätte schon die vorzeitige Entscheidung sein können. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich weiter, wir stellen uns nicht hinten rein. Holz jetzt hier am Ball, spielt den Ball raus auf mich, ich nehme ihn an und sehe da Can, versuche ihn zu schicken, der Pass, der stimmt auch, aber ist etwas zu lang für ihn. Hösel will das natürlich auch nicht so auf sich sitzen lassen und drücken weiter auf den Ausgleichstreffer hier. Wieder im Angriff, die Nummer 20 ist immer noch am Ball. Holzi klärt den Ball da unglücklich rüber. Der Gegner schlägt den Ball jetzt in unseren Strafraum und der Ball titscht hin und her und irgendwie vor die Füße des Höselspielers und der schiebt ihn nur noch rein und das ist das 2:2 kurz vor Ende des Spiels, Leute. Wir kassieren da den späten Ausgleichstreffer und probieren es einfach nochmal mit der Anstoßtaktik von vorhin. Can verlängert den Ball auf Cedric, der kann ihn annehmen, spielt ihn raus auf Marcel, der könnte schießen, aber zieht jetzt nach innen. Der Ball springt irgendwie da zu mir, anstatt dass ich schieße, täusche ich hier nochmal an und werde da gefoult. Das wird die letzte Aktion des Spiels sein. Kann Can uns mit diesem Freischuss vielleicht doch noch den Sieg holen? Der Ball kommt Richtung Winkel und da hat ein halber Meter gefehlt, ganz, ganz knapp. Ja, ein Breitmuskelfaserriss noch. Der rennt wie ein Behinderter hier.
Der auch. Ich? Ey Jungs, jetzt mal ganz ehrlich. Also das heute war geil. Can hat die Meter gemacht, ehrlich, überragend. Erstmal davon schöne Tore. Und nicht verloren. Hast aber auch gute Vorlagen bekommen. Was bei Jumi? Aber ich muss eins sagen, wie wir wieder gekämpft haben, ne? Tut es mir einfach für euch leid, dass wir nur 2-2 spielen. Aber, wenn ihr ehrlich seid, wir haben uns das trotzdem verdient, das Ergebnis. Hätten gewinnen müssen, aber es geht weiter. Wir werden von Spiel zu Spiel besser und die Ergebnisse kommen. 1-16, 2-2. Und geführt. Das erste Mal geführt. Das erste Mal. Nächstes Auswärtsspiel wieder Limo.